Hallo und herzlich willkommen heute zum Tagesimpuls. Mein Name ist Michael Gräf, ich bin Gemeindereferent in der Pfarreiengemeinschaft Lingen Süd. Passiert Ihnen das auch manchmal? Sie kommen in eine Kirche hinein, sind ganz alleine, setzen sich hin und dann überkommt Sie der Drang, ein Lied zu singen oder eine Melodie zu pfeifen, die Ihnen gerade in den Kopf kommt. Das Lied, was Sie gerade gehört haben, ist mir heute so in den Kopf gekommen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Ein Lied aus TC stammend, vor rund 30 Jahren komponiert. Dieses Lied hat auch einen biblischen Hintergrund. Sie finden es in der Bibel, im Buch Jesaja, Kapitel 12, Vers 2. Dort heißt es: Siehe, Gott ist mein Heil. Ich vertraue und erschrecke nicht, denn meine Stärke und mein Lied ist Gott, der Herr. Er wurde mir zum Heil. Ich glaube, dass es vielleicht auch kein Zufall war, dass mir dieses Lied heute in den Kopf gekommen ist, um es zu pfeifen, nicht direkt zu singen, sondern zu pfeifen. Und es passt in diese Zeit. In eine Zeit, in der viele Menschen nahe dran sind, hoffnungslos zu werden. Ich hoffe, Sie gehören nicht dazu. Denn Hoffnung sollte man immer haben. Hoffnung, dass es aufwärts geht, dass eine Krankheit besiegt wird, dass das Geld nicht zu knapp wird, dass man genug zu essen hat und viele Dinge mehr. Und sollte Sie mal die Hoffnungslosigkeit übermannen, dann sprechen Sie doch mit jemandem darüber. Oder Sie kommen hier in die Kirche oder auch in eine andere Kirche, setzen sich hin und bringen dem alles dar, der hier vorne oben am Kreuz hängt, Christus. Auch er hat die Hoffnungslosigkeit erlebt am Kreuz. Vater, warum hast du mich verlassen? Aber er sagt auch ganz klar, dein Wille möge geschehen. Und ich glaube, wenn wir hoffnungslos sind, dürfen wir diese Hoffnungslosigkeit vor Gott tragen. Vielleicht gerade in diesen Tagen etwas stärker, wo es jeden Einzelnen von uns betrifft. Von daher lade ich Sie ein, sollten Sie soweit sein, bringen Sie Ihre Hoffnungslosigkeit hier in die Kirche vor Christus. Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, auch so in die Kirche zu kommen, ein Lied zu singen, ein Lied zu pfeifen. Mir kommt es immer wieder in den Sinn, wenn ich allein in der Kirche bin. Es übermannt mich einfach. Und ich finde, das ist auch gut so. Das darf sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, voller Hoffnung, dass auch alles gut werden wird, in der Gesellschaft, auf der ganzen Welt und natürlich auch bei jedem von uns selber. Ich stelle diesen Tag unter den Segen Gottes und so möge er Sie begleiten durch diesen Tag und die kommende Zeit. Das wünsche ich Ihnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.